Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr, sehr, sehr hochpreisigen Adventskalender für dich, denn hier ist der Paul Valentine Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender habe ich für 149 Euro gekauft. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Falls es ihn noch gibt, verlinke ich ihn euch unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal rein. Ja, sehr hochpreisig, ne? Man konnte wählen zwischen der Goldvariante, Silbervariante und Rosé-Goldvariante. Ich glaube, ich habe die Silbervariante gewählt, denn ich habe mir mehrere Schmuck-Adventskalender bestellt und ich glaube, bei dem habe ich mich für den Silberschmuck entschieden. Ja. Er schaut sehr, sehr schön aus. Er hat hier ein Schleifchen, damit ist quasi dieser Magnet verschlossen. Und das Schleifchen öffnen wir einfach mal. Ja, hier haben wir Schmuck drin, wir haben hier aber auch dekorative Kosmetik drin. Und dieser Adventskalender ist ein Boxen-Adventskalender, der nicht aufbleiben will, der sehr schön aussieht. Hallo, möchtest du aufbleiben, bitte? So, so, so schaut es dann aus. Wir haben hier aber irgendwie Botschaften in der Seite drin. Meet me under the mistletoe. Triff mich unter dem Mistelzweig. Hier haben wir ein Kärtchen mit drin, wo drin steht, was drin ist. Das ist also dieser Kalender ist halt wirklich auch dann in Kooperation zur Lebenshilfe e.V., also eingetragener Verein, gemacht worden. Das heißt, damit unterstützen wir das irgendwie. Ich weiß nicht inwiefern, das steht hier nicht drauf. Also wenn die jetzt drauf geschrieben hätten, keine Ahnung, 10% oder so geht dahin. Ne? Aber hier steht es leider nicht mit bei. Okay, und die Produkte sind hier auch mit drin. Wir öffnen den Kalender, der übrigens echt schön aussieht. In der 1 ein kleines goldenes Schächtelchen erwartet uns etwas sehr Leichtes. Sehr, sehr leicht. Okay, oh, da scheint dann das erste Schmuckstück drin zu sein. Schön, das ist in so kleinen Säckchen verpackt. Mag ich gerne. Leiden. Okay, in diesem Säckchen befindet sich dann noch ein Plastiktütchen. Und in diesem Plastiktütchen befindet sich das erste Paul Valentine Schmuckstück und es ist wirklich schön. Oh mein Gott, das ist eine wunderschöne Kette. Die hat tatsächlich noch so, Glieder, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus und ich glaube, ich habe es euch eben eingeblendet, dass es auch wirklich Silber ist. Also auch die Länge der Kette gefällt mir, das ist schön filigran und sowas ist voll mein Style. Ich hätte am liebsten hier irgendwie so eine Schmuckhand oder sowas hingestellt, damit ich das Ganze halt so schön drapieren kann. Sowas besitze ich aber nicht. Der Adventskalender hat auch noch so Unterteilungen in den jeweiligen Etagen, was ich cool finde. So knallt ihr nicht alles komplett runter, wenn du mal so eine Box rausnimmst oder so. Und hier haben wir die Nummer 2. Das ist in so einem Nude-Ton. Lässt sich übrigens echt schön öffnen. Oh, hier haben wir eine Full-Size, also eine Komplettgröße von der Angel Eyes Mascara von Art Deco. Das gefällt mir auch. Ja, in dem Adventskalender würde ich jetzt auch keine Probegrößen akzeptieren wollen, um das mal so zu sagen. Ja, das ist eine kegelförmig zusammenlaufende Bürste. Da kommst du auch schön mit an den unteren Wimpernkranz. Und die riecht so gut wie nach nichts, was ich sehr begrüße. Cool finde ich halt auch bei diesen Boxen, ne, dass die halt vorne so eine kleine Lasche haben, um sie rauszuziehen. Das ist sehr, sehr praktisch. Hier kommen wir jetzt zu dem ersten Schmuckstück von Naked. Und nicht so unbedingt mein Style, ne? Das sind so Haarklammern. Also ja, das ist halt dieses fancy Style-Gedöns, dass man sich so die Strähnen aus dem Gesicht klipst und die dann hier so zur Seite macht, wenn man sich schminkt oder so. Ich persönlich mag jetzt das Design ehrlich gesagt nicht so. Mega. Ich weiß es nicht. Das spricht mich halt nicht so ultramäßig an, ne? Muss ich gestehen. Hier hinten sind halt so Goldgeschichten dran. Also das scheint dann halt vergoldet oder Messing oder sowas zu sein. Das weiß ich jetzt nicht. Double Pack Slim Hair Clips heißt das Gedöns. Ja. Interessantes Design auf jeden Fall. Die Nummer 4 ist klein und gold. Hier haben wir wieder etwas von Paul Valentine drin, wieder in diesem kleinen Beutelchen. Oh, hier haben wir tatsächlich dann auch einen Anhänger, den könnte man auch an die Kette, glaube ich, dran machen. Das ist so eine kleine Sonne. Sieht schon ganz hübsch aus. So ein Spiegelkram vorne drin. Doch, das gefällt mir. Kann ich mir auch gut an der Kette vorstellen. Das wird passen.
Die Nummer 5 ist jetzt ein bisschen schwerer als die Schmuckprodukte. Ja, und hier haben wir das erste Produkt von Banana Beauty drin. Und das hier ist Prime Me Baby One More Time. Okay, was ist das? Plumping Lip Primer. Cremiger Lip Primer mit aufpolsterndem Effekt. Okay, also das mache ich mir dann unter einen Liquid Lipstick, damit meine Lippen nicht so furztrocken werden. Oder wofür ist das dann? Fände ich das cool, wenn das funktioniert. 8 Milliliter sind hier drin. Das ist so ein kleines Tübchen. Hört sich auf jeden Fall spektakulär an und wird dann ausgetestet. Weil ich habe echt immer ein Problem mit Liquid Lipsticks, weil ich halt per se relativ trockene Lippen habe. Und wenn das dann hilft, finde ich das nett. Was hat uns denn Nikolaus zu bieten? Die Nummer 6 ist in so einem Marmor-Design. Das gefällt mir. Oh, Art Deco. Lässt grüßen. Und hier, das ist so eine kleine Palette. Magnetic Palette for Eyeshadows oder Blushes. Okay. Bist du Lea? Ja. Also, wir haben hier drin, kreiere deine individuelle Beautybox. Also, das ist halt quasi diese magnetische Palette, wo man halt Sachen reinmachen könnte. Genau. Mit Puder, Blush, Camouflage. Ich habe so ein Augenbrauenprodukt aus dem, ich darf nicht spoilern. Ich hatte in der InStyle-Box auch schon tatsächlich Produkte von Art Deco. Vielleicht kann man das da reinmachen. Und hier hast du für einen Art Deco-Lidschatten deiner Wahl einen Gutscheincode. Der ist individuell und bis zum 31.03.2021 gültig. Der Produktversand ist innerhalb Deutschlands möglich, aber hier steht nicht halt, dass du kostenfreien Versand hast. Das heißt, du musst dann eigentlich schon noch was mit dazu bestellen, ansonsten musst du halt die Versandkosten bezahlen. Wirst du halt schon wieder animiert, Geld auszugeben. Ja, ne, ist okay. Vielleicht sind hier aber auch noch weitere Monolidschatten drin oder Blushes oder so, dass man es halt füllen kann. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd, oder? Ja. Die Nummer 7. Das dürfte auch wieder so eine Haargeschichte sein von Naked. Oder, ja, Naked heißt das. N-A-K-D. N-A-K-D. Genau, das sind so zwei Haarclipser in Silber, einmal in Matt und einmal in Glänzend. Das ist schon eher was für mich. Also das kann ich mir auch dann vorstellen, vielleicht anstelle von einem Haarreifen wie bei dem Schminki zu verwenden. Ja, das sind halt diese ganz klassischen Hochclip-Geschichten. Zack. Sieht immer so scharf aus, ne? Also ich kenne das tatsächlich noch vom Friseur damals. Da hat man halt immer so Haarklipse reingekriegt. Und jetzt ist es halt total fancy, sowas auch im realen Leben zu tragen. Finde ich echt witzig. Ja, ne? Es sind halt Haarklipse. Was soll man da groß zu sagen? Ist ganz nice. Die Nummer 8 haben wir hier und die ist sehr leicht. Da ist bestimmt wieder was von Paul Valentine selbst drin. Ja, haben wir wieder Schmuck drin und in jeder Box haben wir ein Silikagelbeutelchen drin. Ne? Ist übrigens so ein Tipp, den man geben kann, Silikagelbeutelchen nicht wegschmeißen, sondern aufzubewahren, weil wenn du zum Beispiel hast, dass dein Handy ins Wasser gefallen ist oder so, pack das einfach in eine Schale voll mit diesen Silikaperlen aus diesen Gelbeutelchen und die saugen halt dann einfach das Wasser raus. Oder nimm sie zur Raumentfeuchtung oder Autoentfeuchtung, wenn dir irgendwas ausgelaufen ist. So, das nur als Tipp zwischendurch. Hier haben wir etwas, wo ich nicht wirklich weiß, was es ist. Ich hätte es jetzt als Earcuff bezeichnet, ne? Das ist ja auch so fancy zur Zeit, dass man sich das so ans Ohr ranklippt, anstelle, dass man sich sowas halt als Ohrloch stechen lässt. Ja, hatte ich auch schon in anderen Adventskalendern drin. Das hier sieht mir aber von der Öffnung her sehr, sehr klein aus. Da habe ich Angst, dass es mir in den Ohren wehtun könnte, weil ich echt sehr große Ohren habe. Alternativ kannst du dir jetzt auch als Nasenring machen. Da muss ich mal gucken, muss ich nochmal ausprobieren, ob das tatsächlich was für mich ist. Die Nummer 9 ist groß und ganz schön schwer. Oh, ja, klar. No Make-up ist doch auch hier mit bei. Und zwar porenverfeinerndes Serum. Schön. Refine Today. Wildpistazie und Phytosaccharide. Pflege mit Sofort-Effekt. Mattiert die Haut und vermindert sichtbar die Porengröße mit 30 Millilitern. Das finde ich ganz nett. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich brauche, weil ich ja keine vergrößerten Poren habe. Noch nicht. Toi, toi, toi. Aber ich habe halt eher trockene Haut, deswegen ist es nicht unbedingt was für mich. Ich finde es übrigens sehr, sehr cool, dass wir hier dieses ausgewogene Verhältnis von Schmuck, Pflege, Make-up, Haarkram und so haben. Das gefällt mir ganz gut, aber ich habe schon Angst vor dem ersten Scrunchie. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Die Nummer 10 habe ich jetzt hier in meinen Händen und die ist auch wieder recht schwer. Nee. Was ist das? Ach so, das ist so ein Haarband. Ja.
Nee, also dieser Leoprint, das ist nicht unbedingt was für mich. Ich denke, das wird von Naked auch sein, weil das sieht so ähnlich aus von den Artikelnummern her und so. Sowas ist nichts für mich, ne? Das gebe ich in einem Adventskalender weiter. Also ich trage hier eine Mütze, ja, aber ansonsten bin ich kein Fan davon, mir irgendwelche Haarbänder oder sowas umzumachen. Hatte ich jetzt auch schon mal in der einen oder anderen Beautybox. Ich merke einfach, ich verwende sowas nicht. Bin da echt kein Fan von. Und ja, Leoprint Hair Scarf. Ja, ein Haarschal. Die Nummer 11 ist wieder schön leicht. Ja, guck mal. Ich habe eben ein bisschen Krüppelpapier, was sich in dieser Box verbirgt, um hier nicht den ganzen Kram kaputt zu machen, befindet sich hier auch noch ein Lidschatten drin. Das ist der Pearly Golden Peach. Das ist dieser hier, ne? Der ist halt magnetisch und der passt halt dann auch wirklich, wenn man halt ganz normal dieses oben hier abnimmt, da siehst du halt nicht mehr, welche Farbe das ist. Das ist natürlich schade. Passt er in die magnetische Palette rein. Das ist ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon insgesamt da reinpassen werden und wie viel wir hier noch drin haben werden. Das gucken wir einfach mal. Aber es ist halt so eine Farbe, die halt sehr, sehr klassisch ist. Ich weiß nicht, ob die einen leichten Schimmer... Ja, die hat sogar einen leichten Schimmer mit drin. Finde ich ganz cool. Kann man gut gebrauchen, ne? Inner Corner Highlight, Augenbrauen Highlight läuft. Ich finde Halbzeit immer wichtig und die Halbzeit ist die Nummer 12 und die ist hier ganz schön groß und das gefällt mir schon mal auf den ersten Blick. Mal gucken, was jetzt drin ist. Banana Beauty, yay! Das finde ich gut. Also das ist halt, ne, Banana Beauty und die Paul Valentine Produkte sind halt die Sachen, die mich hier am meisten catchen und auch die mich dazu bewogen haben, den Adventskalender überhaupt zu kaufen. Hier haben wir drin, All We Have Is Now, Peel Me, okay, Peel Me heißt abziehen, ne? Why Not ist hier die Farbe. Ich glaube, das ist ein Liquid Lipstick in der Farbe Why Not. Why Not? Warum nicht? High Shine Lip Gloss mit Volumeffekt. Nein, wie geil. Ja, das mag ich ja noch lieber. Schön. Ich weiß nicht, ob das eine normale Größe ist. Ich würde sagen, ja, ne? Hier. Das ist eine wirklich coole Farbe. So ein wirklich tragbares Nude. Okay. Riecht nach irgendwas Frischem. Riecht angenehm. Tolle Farbe. Mag ich gerne leiden. Mensch, geilomat. Die Nummer 13 ist wieder etwas von Paul Valentine. Yay. Hier haben wir auch wieder einen Anhänger. Okay, da kannst du dann quasi switchen. Und das hier ist so einer, der ein bisschen Blinky mit drin hat und einfach auch sehr, sehr schlicht. Das passt dann auch sehr gut zur Kette. Mag ich gerne leiden, muss ich gestehen. Das ist auch echt mein Style, ne? Ist cool. Hier haben wir die Nummer 14. Hier haben wir wieder was von Naked. Und zwar so ein Hair Tool. Das ist sowas. Das kann man sich so in den Pferdeschwanz reinmachen oder so. Und ja. Ist nicht unbedingt mein Style, um ehrlich zu sein. Also sowas habe ich jetzt so noch nicht wirklich verwendet. Ich weiß noch nicht, um Bommel drum zu. Ob das funktioniert, weil ich trage ja sehr, sehr häufig Bommel. Könnte das sehr cool aussehen, ne? Und halt auch wieder in Silber. Das gefällt mir. Die Nummer 15. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Von Art Deco haben wir hier tatsächlich einen Blush drin. Das ist dieser hier. Das ist eine richtig schöne Farbe. Wusste ich gar nicht, dass die auch so doppelte Dinger haben. Kommst du eigentlich ganz gut mit dem Blushpinsel rein, denke ich, ne? Little Romance ist die Farbe. Das finde ich cool. Oh, das wäre ja richtig geil, wenn ich jetzt quasi am Ende die Palette komplett voll haben würde. Das freut mich gerade voll. Die Nummer 16 hat wieder was Kleines drin. Von Paul Valentine. Ein bisschen Schmuck. Klein heißt in diesem Adventskalender bei weitem nicht, dass es nicht gut ist. Oh, hier sind Ohrringe drin. Die sehen ja interessant aus. Das sind Ohrstecker. Und die sind halt passend zur Kette, weil die halt so vorne diese... Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, so drei winzig kleine Punkte haben. Also so kleine Kügelchen, drei Stück, halt so als Ohrstecker. Finde ich extrem schön. Die Nummer 17 sieht nach einem sehr, sehr großen Produkt wieder aus. Fühlt sich auch ein bisschen schwerer an. Oh cool, hier haben wir von No Makeup die Augencreme. Awake Today, wach heute auf. Arganöl und grüner Kaffee. Aktiv gegen Augenringe, reduziert Tränensäcke und kleine Fältchen. Das finde ich schön. Das hört sich sehr, sehr toll an. Also wieder ein bisschen Pflege mit dabei. Finde ich extrem geil.
Also dieser Adventskalender ist umfangreich, er macht Spaß, er macht Freude. Kannst du gut auspacken, muss ich wirklich sagen. Kannst du auch gut verschenken, ne? So schaut die aus. Das sind 15 Milliliter, ist eine ganz schön große Tube. Auch die Nummer 18 ist ganz schön schwer. Hier ist was von Art Deco drin und hier haben wir einen wirklich schönen Nagellack mit 10 ml Art Couture Nail Lacquer. Das ist dieser hier. In der Farbe steht da Nude drauf. Ist das so weit weg? Genau, Nude, genau. 610. Das ist eine schöne, schöne, schöne Farbe. So ein rosa, ne? Wenn man mal halt ein bisschen dezentere Nägel haben möchte. Das gefällt mir. Auch wenn ich eigentlich eher so ein Fan bin von etwas kräftigeren Nagelfarben. Ab und an mag ich das auch ein bisschen dezenter und zurückhaltender. Und hier haben wir die Nummer 19. Die ist groß, leicht, wahrscheinlich was von Naked, so ein Haarkram. Ja, hier ist das, was ich befürchtet habe, was hier bestimmt mit drin ist. Und zwar Scrunchies, ne? Das sind halt so dicke Haargummis. Ja, komm, ist okay. Ist okay. Ich mag keine Scrunchies. Ich trage keine Scrunchies. Ich mag es einfach nicht. Aber es ist hip. Es ist in. Leute tragen sowas, ne? Oh nein, wir sind schon im 20er-Bereich. Hier habe ich die große Nummer 20. Aber wir werden tatsächlich beruhigt, besänftigt, wie auch immer, mit etwas von Banana Beauty. Und It's a Wild World. World. Es ist eine wilde Welt. Okay. Das dürfte ein langanhaltender Flüssiglippenstift sein. Wow, Croco Loco ist hier die Farbe. Das ist aber auch eine schöne Farbe. Ich habe tatsächlich auch einen Liquid Lipstick von Banana Beauty in so einem krassen Rot da. Und der gefällt mir. Also, ne, ich mag eigentlich nicht so gerne Liquid Lipsticks, aber die von Banana Beauty haben so eine ganz spezielle Konsistenz, weil die halt super flüssig sind und dann die Lippen nicht so blöd austrocknen. Das kann ich mir halt vorstellen. Dass der funktioniert. Musst du halt in der dünnen Schicht auftragen, trocknen lassen, auftragen, trocknen lassen. Und der hält echt gut, ne? Das ist eine schöne Farbe, komm. Ja, ja, das ist schön. Die Nummer 21 halte ich nun in meinen Händen. Und da haben wir wieder was Kleines von Paul Valentine drin. Das ist auch wieder so ein Earcuff. Ja, also ich denke nicht, dass alle Leute gerne solche Earcuffs mögen. Aber in der Theorie, und das ist eben das Wichtige meiner Meinung nach, kann es jeder tragen. Du brauchst da keine Ohrlöcher für haben. Und das ist dann schon wiederum so ein bisschen nett, ne? Also du brauchst nicht extra Ohrlöcher haben oder so, um den theoretisch tragen zu können. Da haben sich auch schon viele mal drüber beschwert, als ich einen anderen Schmuck-Adventskalender aufgemacht habe. Das ist einfach sympathisch. Ich habe jetzt auch aus einem anderen Adventskalender schon diese Earcuffs häufiger getragen. Bei mir halten die eigentlich wohl ganz gut. Also nicht jetzt, wenn ich eine Mütze trage oder so oder wenn ich offene Haare trage, aber wenn ich einen Zopf habe, dann halten die ganz gut bei mir. Die fallen nicht einfach so am Tag ab, sondern bleiben schon an Ort und Stelle. Und ich glaube, bei so einem Earcuff wäre das auch ziemlich schade, wenn der einfach so abfallen würde, weil gerade von Paul Valentine ist ja recht hochpreisig, ne? Die Nummer 22, die letzte Schnapszahl. Und wir gehen echt gerade stringent zum Ende hin, was ich sehr schade finde, weil der Adventskalender macht schon Spaß auszupacken, weil du hier so diese Vielfalt hast, schon beschränkt auf diese 4-5 Marken oder so. Aber finde ich gut, ne? Also das sind gute Produkte. Und hier haben wir wieder so ein Haarband drin von Naked, Female Print Hairband. Ja, ne, das ist halt das, was ich sagte. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein verrückter Farbton. Das ist halt so ein Rosa, das wird schon in meinen Haaren passen. Aber ich trage sowas jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist okay, aber nicht so mega mein Style, muss ich gestehen. Die Nummer 23. Wir haben ja schon das vorletzte Büchslein. Man will nicht, dass es aufhört, ne? Das macht Spaß. Das ist eine Maske, geil, von No Makeup. Ich wusste nicht, dass sie sowas haben. Das ist eine hydratisierende Maske Snow Today, 15 ml für Gesicht, Hals und Dekolleté, Pflegekomplex mit Jojobaöl, Kokosöl und Shea-Butter. Also sowas ist schon ein weihnachtliches Produkt, deswegen nice, dass es mit drin ist. Und es ist ein schönes Produkt, eine Maske dann vor Heiligabend, dass man da einfach nochmal so ein bisschen feuchtigkeitsspendende Geschichten aufs Gesicht bekommt und einfach so in den Tag starten kann. Das finde ich schön, das gefällt mir. Und hier haben wir nun die letzte Box, die Nummer 24. Sie ist leicht und da wird sicher was von Paul Valentine drin sein. Ja, klar, ne? Also das ist natürlich jetzt größentechnisch eine Sache für sich, aber ja. Da bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Ach, schön. Da haben wir dann einen Anhänger nochmal für die Kette
Und das scheint mir irgendwie so ein Edelstein oder sowas zu sein. Das sieht so ein bisschen aus wie Jade vielleicht. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Und so schaut er dann aus. Mag ich leiden, ne? Das ist schon eine schöne Geschichte. Das ist so blau-grün. Na, hauptsächlich grün, so moosgrün ist das. Eine schöne Geschichte. Bin gespannt, was das sein soll und was das dann wert sein soll. Ich bin auch sehr gespannt, was der Adventskalender an sich insgesamt wert ist. Denn 149 € ist eine Ansage. Aber wir haben wirklich hochwertige Produkte bekommen. Meine Art Deko-Palette ist leider nicht voll geworden. Ich denke, es fehlt ein Lidschatten, den man sich ja dann quasi bei Art Deko kaufen könnte. Aber hey, ich habe ja letztens einen in der Box gehabt. Hi. Das ist ja nur gewesen, ne? Der Paul Valentine Adventskalender. Ich fand den toll. Muss ich sagen, der hat sich gelohnt. Ich denke, dass es nicht so ein Adventskalender ist, den man sich selber kauft. Ich denke eher, dass es ein Adventskalender ist, den man verschenkt. Aber man macht auf jeden Fall der Beschenkten eine Freude damit, würde ich schon sagen. Wenn die Bock auf ein bisschen dekorative Kosmetik hat, wenn sie sich gerne pflegt und gerne Schmuck mag, dann ist es ein Adventskalender für sie. Also ich würde sagen, für einen Großteil der Frauenwelt ist dieser Adventskalender wirklich eine schöne Geschichte. Und ja, sollte ein Mann zuschauen, du machst damit sicherlich deine Frau glücklich. Werde ich ihn mir nächstes Jahr wieder kaufen? Ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Ich glaube, dass ich mir den eher von meinem Freund dann zum Jahrestag wünschen würde. Zum 17.11. dann, ne? Dann zum 16-Jährigen tatsächlich, krass. Aber ich, ja, abgesehen, also die Haarprodukte fand ich jetzt nicht so ultimativ tatsächlich. Das war jetzt nicht so hundertprozentig Wow-Gefühl für mich. Alle anderen Produkte fand ich schon sehr schön, sehr hochwertig und man hat sie gerne ausgepackt. Ne? Das muss ich wirklich sagen, das hat mir gut gefallen. Also meiner Meinung nach muss Paul Valentine nicht die Naked-Produkte drin haben. Das war jetzt frech, ne? Aber das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne einmal austauschen. Ja, und das war's jetzt auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!